Lieber, heute hast du, glaube ich, sehr gut lachen. Der 100. Weltcupsieg in deiner Karriere als österreichischer Cheftrainer hier in Lillehammer. Ja, da habe ich wirklich was zum Lachen und da möchte ich vor allem dem ganzen Team Danke sagen, die mich 8 Jahre lang ausgehalten haben und jetzt in die 9. Saison gehen und natürlich allen Athleten, die schlussendlich die 100 Weltcup-Siege gefeiert haben, und das ist ein großartiges Gefühl und sicherlich ein Privileg, dass man für Arbeit so belohnt wird. Der Auftakt ist jetzt vorbei. Wie lautet da dein Resümee nach 2,5 Wettkämpfen in Lillehammer? Ja, wir haben einen Fehlstart fabriziert mit Mixbewerb und da hat sich das Motto, dass wir, wie wir durch die Weltcup-Geschichte fahren, bewährt gemacht. Wir gewinnen gemeinsam und verlieren auch gemeinsam. Und schon am nächsten Tag hat dann der Thomas Morgenstern den ersten Stockerlplatz gefeiert und heute haben wir den ersten Sieg gefeiert. Also da weiß man wirklich, das nochmal mehr zu schätzen, wenn man solche Erfolge feiert, was das eigentlich wert ist. Und wie geht es jetzt weiter mit der Mannschaft? Nächste Bewerbe sind in Kuusamo. Reist du direkt drüber? Wird da noch trainiert in Lillehammer? Ja, teilweise da noch trainieren. Ich glaube, man kann sich momentan keinen besseren Trainingsort vorstellen als wie da. Beide Chancen sind perfekt präpariert und so, wenn das Wetter gut ist, werden wir sicherlich noch den einen oder anderen Sprung machen. Und am Dienstag geht es dann ab nach Ruka und da wird uns dann, glaube ich, klirrende Kälte erwarten. Und heute noch auf dem 100er ein bisschen anstoßen? Erstens auf dem 100er anstoßen. Wir haben ja heute noch gemeinsames Essen mit der OMV und den Pressevertretern und ich glaube, ist ein würdiger Anlass, dass wir nochmal anstoßen und hat natürlich auch den Vorteil, dass uns nicht ganz so kalt die nächste Woche wird. Danke Alex und ja, herzliche Gratulation nochmal. Danke sehr.